ich endlich mal heiraten? Ich dachte, du schläfst endlich mal wieder mit mir. Ich habe schon gar nicht mehr mit ihnen gerechnet. Es gab eigentlich vor allen Dingen eine große Box oder Schublade voll mit so Puzzleteilen, mit so Ideenfragmenten, und die alle waren sortiert im weitesten Sinne unter dem Überbegriff Langzeitbeziehung, was auch immer das sein soll. Für manche Leute fängt eine Langzeitbeziehung ja schon nach 6 Wochen an. Ich meinte jetzt mehr so ab 2 Jahre oder so. Eigentlich generell ist damit ja gemeint, wenn man von Langzeitbeziehung spricht, dann impliziert das eigentlich in der Regel immer die Idee, dass die eine bestimmte Art von Phase hinter sich haben und deswegen jetzt in einer Langzeitkonstellation stecken, weil die Kurzzeitverbindung eine ist, die eben noch ganz stark von Trieben und von Hormonen und von sämtlichen Ausschüttungen, die man sich so vorstellen kann, begleitet ist und einem bestimmten Irrsinn verpflichtet ist, den man ja sehr genießt. Und wenn das vorbei ist, dann beginnt ja sozusagen eine ganz andere Art von, wie soll ich sagen, Verbindlichkeitsdimensionen. Man entwickelt unsichtbare Vertragswerke, man versucht sich auf eine andere Weise voneinander attraktiv zu machen, weil sozusagen dieser unmittelbare hormonelle Schub, weil der eben so langsam abebbt. Und Leute, die dann einen Weg finden in eine neue Form von Beziehung, das hat mich immer schon interessiert, was die tun dafür, was sozusagen der Auftrag ist, der damit verbunden ist, was uns überhaupt bewegt, das dann zu tun und nicht einfach uns den Nächsten zu suchen. Warum machen wir das eigentlich? Ne? Warum lassen wir sozusagen die Libido und die Aufregung dieser ersten Monate oder vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre oder wie viele Jahre auch immer das sind, warum lassen wir das vorbeiziehen und fangen nicht wieder von vorne an? Und der Grund ist natürlich der, dass wir jenseits davon nach Vertrauen und Schutz und gemeinsam gelebter Geschichte und eben diesen ganzen Verbindlichkeiten suchen. Um das aber zu erreichen und um das wirklich interessant zu gestalten, müssen wir ein bestimmtes, denken wir uns irgendein Regelwerk aus, nach dem sich dann die beiden Partner richten müssen. Oder welche Partner auch immer, wie viele es auch immer sind. Alle müssen sich nach irgendwelchen Regeln richten, auf die man sich geeinigt hat. Und diese Regeln sind es dann, die uns ein Leben lang beschäftigen, weil sie uns natürlich regelmäßig auch wieder einengen und weil wir sie loswerden wollen, weil wir sie aber gleichzeitig beim anderen auf gar keinen Fall lockern wollen, weil wir in diesen ganzen Abhängigkeiten und gleichzeitig Freiheitsbedürfnissen stecken, weil der Mensch ganz generell in regelmäßigen Abständen nach einer gewissen Form von Erneuerung trachtet. Es steckt in uns als ein genetisches Dispositiv. Wir können nicht anders als zu versuchen, sozusagen immer wieder zumindest eine bestimmte neue Nuance in unser Leben hineinzutragen. Und dann ist das komischerweise so, dass die Zivilisation sich so entwickelt hat, dass dafür gar nicht so viel Platz ist. Sondern dass wir, wenn man ein sogenannter Erwachsener geworden ist, und damit meine ich eigentlich jede Person, die als solche bezichtigt wird, weil das ist ja immer eigentlich eher von außen, dass plötzlich auf dich gezeigt wird und man sagt, du bist jetzt erwachsen, weil man nicht nur, weil man gesiezt wird, sondern weil man irgendwie plötzlich dasteht und zu sagen hat, wer man ist, und man es von einem erwartet wird, dass man versteht, was das ist, diese Beschreibung von meinem Ich, dass man sich für einen Beruf entscheidet, das gehört natürlich dazu, und dass man sich dann eben meinetwegen auch für eine Art von Lebensform und Partnerschaft und sonst was allem, also man, es gibt 1000 Entscheidungen, die man zu fällen hat, weil es eben gesellschaftlich erwartet wird. Und es gibt eigentlich, glaube ich, niemanden, der nicht dann früher oder später denkt, war das denn jetzt wirklich die Entscheidung für mein ganzes Leben? Und ich meine, ich will gar nicht in Frage stellen, dass es das auch gibt, aber es gibt es eben auch sehr oft, dass sie es nicht war. Und dass das deswegen noch lange nicht alles abwertet, was man bis dahin getan hat. Wenn man zum Beispiel, wie viele Menschen fragen sich, und das fragt sich, glaube ich, jeder, also selbst ich frage mich das, und ich hab den Beruf Gott sei Dank bekommen, nachdem ich mich gesehnt habe. Den wollte ich wirklich haben, den Beruf, und habe ihn ausüben können. Und jetzt mache ich das seit 20 Jahren und habe auch Momente, in denen ich mich frage, ach so, und das mache ich jetzt nochmal 30 Jahre lang oder so, weil das ja so eine Verabredung in unserer Welt ist, dass man, wenn man einmal sagt, das bist du jetzt, du bist jetzt Bäcker, du bist jetzt Filmmacher, du bist jetzt Steuerberater, du bist jetzt, ich weiß nicht, Dekorateur, dass man das für immer sein soll. Das ist eigentlich eine absurde Idee, weil das Leben, dafür ist das Leben, das wir ja sonst immer als zu kurz empfinden und einfach denken, oh Gott, alles geht so schnell vorbei, ich will noch nicht sterben. Dafür ist es zu lang, ja. Eigentlich.
Gut, jetzt kann man sagen, es gibt Berufe oder es gibt Lebensräume, in denen es halt genug Abwechslung da. Vielleicht habe ich so einen erwischt. Ich hoffe das, aber ich bin mir da nicht sicher. Und ich glaube, niemand ist sich da sicher. Und das dräut regelmäßig heran und dann geraten wir in eine Krise. Und dasselbe bezieht sich natürlich auch auf Partnerschaften und auf Modelle, in denen wir soziale Räume gestalten. Also egal, welchen wir wählen, irgendwann ist der auch mal... geht er durch eine Krise oder durch Situationen durch, in denen er eine Gleichförmigkeit oder eine Langeweile oder eine Unaufgeregtheit hat, die im Widerspruch steht zu unseren Bedürfnissen. Manchmal ist es sogar im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Wir wollen nicht immer nur aufregen, wir wollen auch nicht immer nur, dass alles anders wird und erneuert wird, aber wir wollen es regelmäßig. Und wenn dann dieser Raum nicht mitspielt, dann stellen wir ihn in Frage oder wir suchen uns Ersatz. Und dann wird es gefährlich. Ja. Aber so ist es nun mal. Und davon handelt der Film. Und der Film handelt natürlich auch davon, dass das eben nicht immer unbedingt nur einfach ein Drama sein muss, sondern dass es menschlich ist und dass es ein natürlicher Impuls ist und dass es ganz interessant ist zu gucken, was passiert, wenn man nicht einfach nur mit Verbotsschildern vor seinem eigenen, in seinem eigenen Lebensumfeld durch die Gegend rennt, sondern was passiert, wenn man ab und zu mal eine Grenze überschreitet und das Risiko eingeht. Der Film propagiert das nicht, der hat auch keine starke Meinung dazu, der beobachtet nur, was passiert, wenn man es tut. Wollen wir noch zu dir gehen? Es geht nicht. Wieso? Ich wohne nicht allein. Ich wohne nicht allein. Mensch, Hanna, ich bin nicht alleine. Es gibt ja noch einen anderen. Wo jetzt? Bei dir? Nee, bei uns beiden. Jeder Schauspieler ist eben ein komplexer Mensch und da muss man sich schon darauf einstellen, wenn man halt Filme machen will, die in irgendeiner Weise auch eine Intimität und eine Nähe oder so wirklich hervorbringen. Weil man kann natürlich nicht verhindern, selbst wenn man noch so sehr eine Rolle spielt, dass da auch eine Nuance der Person irgendwie sichtbar wird oder dass der zumindest versteht, etwas davon versteht, was da preiszugeben ist. Und David ist ein typischer Fall von einem Schauspieler, mit dem man, mit dem ich zumindest eine Verbindung brauche, die eine bestimmte Verschworenheit hat und der gleichzeitig in einem nicht unbeträchtlichen Maße auch ein Verrückter ist. Also dem Wahnsinn recht nahe kommen kann, situativ auf eine Weise, die irrsinnig lustig ist. Als Schauspieler. Als Mensch. Okay. Und die sehr lustig und sehr einnehmend ist und die man natürlich unbedingt sozusagen als Plattform nutzen muss. Wenn man David einbremst und ich glaube, versucht ihm sozusagen den ihm innewohnenden Druck und die Anspannung und die Intensität und eben auch diesen Wahnsinn zu nehmen, dann schöpft man nicht aus der Goldmine, die man da vor sich hat. Und gleichzeitig muss man eben gucken, dass man ein großes Vertrauen zueinander entwickelt, weil dann kann er tatsächlich Räume öffnen, die sehr selten nur von Schauspielern betreten werden. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also wir hatten ein großes Vertrauensverhältnis eigentlich alle drei untereinander, also wir vier sozusagen, die drei Schauspieler und ich, aber auch mit dem Team drumherum, also mit Frank, dem Kameramann und dem Ausstatter und überhaupt, also es gab so eine eingeschworene Truppe und man darf auch nicht unterschätzen, dass ich ja eigentlich immer mit so einer kreativen Familie arbeite an allen Filmen, wir werden ja gemeinsam älter sozusagen und das, was in dem Film verhandelt wurde oder wird, ist ja etwas, was allen Beteiligten dieses Films in irgendeiner Weise nahe ging oder etwas sagte oder zu großer Belustigung führte, weil fast jeder sich schon mal in ähnlichen Situationen gefunden hat, wenn die dann auch meinetwegen eine andere Fortsetzung fanden. Aber so, der Film hat offensichtlich trotz seiner manchmal etwas exzentrischen Konstruktion ja eine Basis, die glaube ich, jedem vertraut ist. Und das hat auch unheimlich geholfen, sozusagen die Vertrautheit derjenigen, die den Film gemacht haben, mit dem Material so zu intensivieren, dass es dann, glaube ich, aufs Material zurückgewirkt hat. Wenn sowohl in einem eckigen Kontrollfenster wie auch in einem runden Testfenster eine Linie sichtbar wird, sind Sie schwanger. Stopp! Stopp!
Stopp! Ich denke eigentlich überhaupt nicht darüber nach, ob ich irgendwas bewege in der Gesellschaft. Ich bin die einzige Bewegung, die mich interessiert, ist die vom, die zwischen dem Film und dem Rezipienten, also zwischen Zuschauer und Leinwand, dass da etwas stattfindet, was sowieso ein bisschen dann am Ende auch außerhalb unserer Macht liegt. Das sind geheimnisvolle Verbindungen. Entweder die gehen einen Pakt ein mit dem Film oder sie gehen ihn nicht ein. Man weiß es vorher nie, ob sie es tun. Und das ist auch ein bisschen so das Aufregende am Filmemachen, dass man nicht weiß, ob man diese Verschwörung zwischen dem Zuschauer und dem Film hinbekommt, weil man selber ja nicht der Film ist, sondern der Film ist ein eigenständiges, kleines, seltsames Wesen, das man da in die Welt setzt und das ganz eigenständige Dynamiken entwickelt, die man überhaupt nicht mehr im Griff hat oder unter Kontrolle. Und das zu beobachten fasziniert mich. Mich interessiert überhaupt nicht irgendeine Art von Botschaft oder ich habe kein Sendungsbewusstsein, was den Film betrifft. Ich bin eigentlich nur interessiert daran, einigermaßen glaubwürdige Persönlichkeiten durch den Film marschieren zu lassen und zu beobachten, wie denen Dinge passieren, die wir uns selber vorstellen können.